in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Die Straßenbahn in Rostock ist neben der in Schwerin die einzige noch bestehende in Mecklenburg-Vorpommern. Das heutige Netz umfasst 35,6 Kilometer Streckenlänge und 141 Haltestellen. Die Geschichte der Rostocker Straßenbahn begann im Oktober 1881 mit der Gründung der Mecklenburgischen Straßeneisenbahn-Aktiengesellschaft. Von da an fuhren schienengebundene Pferdebahnen in drei Linien, die damals noch mit Farben gekennzeichnet waren. Schon damals wurde der Zentralbahnhof mit den beiden Verkehrsknotenpunkten Neuer Markt und Hopfenmarkt verbunden. Ab 1904 gab es dann auch elektrische Straßenbahnen, die die Pferde schnell ablösten, und die MSERG wurde umbenannt in Rostocker Straßenbahn AG. Man bezahlte in bar 10 Pfennig. Unabhängig von der Streckenlänge. Für Mitarbeiter und deren Angehörige gab es eigens geprägte Münzen. 1910 wurde sogar eine Linie zwischen Warnemünde und Margrafenheide eröffnet, die Strandbahn. Diese Bäderbahn gehörte jedoch nicht zur RSAG, sondern wurde von den städtischen Gas- und Wasserwerken Rostock betrieben. 1933 wurde dann die Fernverkehrsstrecke nach Stralsund gebaut und im Zuge dessen die Linie 3 zum Weißen Kreuz eingestellt. Von nun an existierten nur noch zwei Straßenbahnlinien und die Omnibusse übernahmen mehr und mehr die Beförderungsaufgaben. Im April 1942 wurde Rostock Ziel britischer Luftangriffe, denen auch große Teile des Straßenbahnnetzes zum Opfer fielen. Als Folge dessen musste der Verkehr am 30. April 1945 für 4 Monate komplett eingestellt werden. Nach der Besetzung der Roten Armee am 1. Mai 1945 wurde der Betrieb der Strandbahn für immer eingestellt, jedoch das Netz in der Stadt schnell wieder aufgebaut und nach Dürkow und Gelsdorf erweitert. In den 50er und 60er Jahren stieg die Bevölkerungszahl stark an und damit auch der Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln. Dem begegnete man mit der Einrichtung von 2 neuen Linien, die den Takt auf den ursprünglichen Strecken auf 5 Minuten verkürzten und in weiter außen gelegene Gebiete fuhren. Außerdem wurde die Straßenbahnstrecke von der engen Krüppeliner Straße auf die neue Lange Straße verlegt und der zentrale Betriebshof in der Hamburger Straße nahm seine Arbeit auf. Bis heute wurde der Fuhrpark der Straßenbahn deutlich erweitert und in den Punkten Barrierefreiheit, Geräumigkeit und Energieeffizienz immer mehr verbessert. Das Straßenbahnnetz der Stadt wurde bis heute auf 6 Linien ausgebaut, auf denen insgesamt 53 Bahnen mehr als 28 Millionen Fahrgäste pro Jahr befördern. Neben dieser infrastrukturellen Bedeutung ist die RSAG mit ihren rund 700 Angestellten auch ein wichtiger Arbeitgeber für Rostock. In den nächsten Projekten soll die Anbindung von Warnemünde und Sievershagen gelingen.